So, Freunde, euer Kai wieder hier. Und wie ihr seht, habe ich ein bisschen weitergearbeitet. Ich habe den Park ein wenig erweitert und habe Licht reingebracht und Vegetation und Brücken und bla bla bla. Also ihr seht, man kann doch in der Early Access Version, also jetzt zu diesem Zeitpunkt, kann man doch schon einiges machen. Leider nicht das Wesentliche, worauf ich Bock hätte, aber ein kleines bisschen könnt ihr schon machen, um das wirklich alles mal auszutesten. Und ich denke mal, die nächsten Schritte werde ich euch auch mal detaillierter zeigen, wie ich das geschafft habe, wie ihr das am einfachsten machen könnt. Ich denke, ich zeige euch direkt mal in meinem nächsten Video, wie ich das alles gemacht habe, Schritt für Schritt. Wenn ihr Fragen habt, falls euch jetzt irgendetwas auffällt, was ich hier gemacht haben sollte, ich fliegt einfach mal hier so ein bisschen rum und ihr nicht wisst wie, schreibt mir das da rein. Ich kümmere mich so gut es geht um jeden Einzelnen und werde euch das nach und nach dann zeigen. Es ist wirklich nicht schwer, man muss nur ein bisschen Routine reinbekommen und dann läuft das von ganz alleine. Ich finde es cool, es sieht wirklich schön aus. Ach, bevor ich das vergesse, genau, ihr seht ja jetzt, ich kann aufnehmen mit diesen Toolbars hier. Ja, ich habe mir natürlich ganz legal ein Aufnahmeprogramm besorgt, dass das kann, weil unter Windows 8, ja, ich muss zugeben, ich habe Windows 8, leider, geht das nicht, weil Windows 8 hat zwei, ja, so zwei Desktop, ja, so Desktops, glaube ich, heißt das, ja, genau, hat das im Hintergrund laufen und dann nimmt das immer nur den einen auf und das heißt, das hier ist eigentlich hinter dem Bild. Das heißt, wenn ich das Spiel jetzt minimiere, sieht man das auch noch. Das ist das Problem und deswegen kriegt ihr die Dinger nicht rein. Also Fraps macht das nicht bei Windows 8. Das macht Open Broadcast. Keine Angst, das ist wirklich legal und ja. So viel dazu, falls ihr vorhabt, das aufzunehmen. Ich schreibe mal den Link unten rein, wo ihr das Aufnahmeprogramm wirklich kostenlos bekommt. Das kostet keinen Cent und ich finde es eigentlich besser als Fraps. Gar nicht übel. Wie gesagt, schreibt es mir rein. Danach erkläre ich euch jeden einzelnen Schritt. Oder so gut es geht. Ich werde den Park in der Zeit ein bisschen weiterbauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Haut rein!